Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben eine Bestellung am Mittwoch betätigt bei DJI selbst und haben uns das neue DJI Mic 2 gekauft und das packen wir heute gemeinsam aus. Fangen wir an. Erstmal hier das Band aufschneiden. Ein bisschen Schaumstoff. Und das Produkt, das DJI Mic 2. Das packen wir jetzt aus. Mal kurz gucken. Hier. Bisschen knifflig gerade. So, dann haben wir hier einmal ein paar Dinge, Gebrauchsanweisungen und irgendwas anderes noch. Ein bisschen Salz, damit es nicht feucht wird. Dann haben wir hier das Hauptprodukt, die Tasche. Machen wir hier auf an dem Reißverschluss. Dann haben wir das Ladecase mit den Mikrofonen. Ein Kabel, einen Adapter, der hat zwei von diesen Pins. Dann haben wir noch einmal dieses Wollbällchen und nochmal dieses Wollbällchen für die Mikrofone und die Tasche. Schaut von innen so aus. Kommen wir zu den Mikrofonen. Machen wir hier auf. Machen wir das kurz auf die Seite, tun wir reindrücken, dann müsste es eigentlich aufgehen. Dann, das schaut von innen so aus, haben wir ein Mikrofon und noch ein Mikrofon. Von hinten schaut es so aus, vorne so, von der Seite so, von unten so. Haben wir zwei Stück davon. Und den Empfänger haben wir auch noch. Da kann man dann die ganzen Sachen einstellen. Und dann haben wir hier noch zwei Adapter. Einen Lightning für Apple und dann noch zum Beispiel für Samsung und so einen USB-C. Und dann halt noch das leere Ladecase. So. Hier vorne haben wir auch noch das DJI-Logo in so einer 3D-Schrift. Auch ganz schön. Also das Konzept ist recht klein. Sind simpel gehalten, kann man auch hier mit diesem Ding, kann man es jetzt zum Beispiel festmachen. Das geht. Hat man hier vorne dran das Mikrofon, mit dem man dann aufnehmen kann. Dann haben wir noch hier den Sender, mit dem wir einstellen können. Zwischen den Sprachen jetzt erstmal. Können wir jetzt zurück. Jetzt müssen wir erstmal Sprache einstellen. Hier Deutsch. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier das Datum, das stimmt. Können wir auch weiter. Die Uhrzeit 20.18 Uhr müsste auch stimmen. Und dann wird das hier angezeigt, was die hier gerade an Tonfrequenzen aufnehmen, ob das lauter oder leiser ist. Und das war es auch schon. Zum Beispiel kann man das auch an eine Kamera von Canon oder sonstiges dran tun, je nachdem, ob man diesen Blitzfuß dran hat. Haben wir hier noch Ding. Kann man auch einmal aufmachen. Haben wir hier diese Wallpärchen. Haben wir unten hier im Endeffekt so eine Noppe dran und hier solche Art Löcher, damit das besser ist für den Ton dann. Da steckt man dann hier oben, haben wir so ein Loch, da steckt man das, die Noppe dann rein und bis es einhakt und dann ist das fest, dann hat man im Endeffekt hier dieses Wollfell drauf. Kann man bei der anderen auch noch machen. Steckt man das auch noch drauf.
hat man es dann so und so. Und ja, das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr noch Fragen zu dem Mikrofon habt.